Alter, was geht hier ab? Guten Morgen, Leute. Zu Tag 3. Ich geh jetzt. Hier schon richtig. Richtig krass Action, ne? Irgendwie ist es am Tag schon wieder viel schöner hier. Hier seht ihr nochmal unser Hostel. Wir haben gerade noch. Also, wir haben heute ziemlich ausgeschlafen. Und geduscht. Und unser ganzes Zeugs gepackt. Jetzt aufgeräumt, nicht gepackt. Deswegen haben wir dementsprechend schon 10.27 Uhr. Aber wir sind motiviert. Heute geht es einmal komplett durch Toronto Innenstadt. Das Wetter ist richtig geil wieder. Das Wetter ist hammermäßig. Wir gehen jetzt noch kurz einkaufen. Das erste Mal in so einem größeren kanadischen Supermarkt. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie es hier aussieht. Wir laufen jetzt einfach mal direkt rein. Das ist hier wirklich ein größerer Supermarkt. Okay, hier muss man einfach durch. Hier ist so schön kühl. Und hier haben wir jetzt natürlich eine ganz geile Auswahl. Das ist super. Die letzten Tage hatte er immer zu. Heute hat er endlich offen. Das heißt, wir können uns hier schon ordentlich mal was kaufen. Zu nicht übertriebenen Preisen, denke ich. Ich halte euch auf dem Laufenden, was es hier für interessante Produkte gibt. Und wie die Preise so stehen. Die Kunstgalerie, wie ihr gesehen habt, war ein bisschen ein Flop. Also ich dachte, die wäre ein bisschen größer, die war jetzt relativ klein und eigentlich hätte die offen haben sollen, aber es war zu alles. Deswegen sind wir jetzt einfach weitergelaufen und haben gedacht, einfach nur ein bisschen in den Schatten. Es ist wirklich richtig heiß heute wieder und sind hier auf diesen Moss Park gestoßen. Ja, hier ist wenigstens ein bisschen schattig mit den Bäumen und jetzt werden wir erstmal ein bisschen frühstücken, bevor es dann weitergeht ins Financial District, haben wir heute geplant, Distillery District, Chinatown, da werden wir dann Mittagessen ein bisschen was und dann werden wir nachmittags ein bisschen Shoppingprogramm machen, einfach mal so schauen, wie es hier so aussieht, preistechnisch und so, qualitätstechnisch, mal ein bisschen durchlaufen, wahrscheinlich weniger kaufen, einfach mal ein bisschen rumschauen und dann ist heute noch geplant, wenn wir eventuell noch Zeit haben, eine kurze Fahrradtour. Bisschen außerhalb von Toronto, bisschen schauen, ob wir da was erkunden können. Und auf jeden Fall am Abend noch auf den CN Tower. Wir laufen gerade immer noch mitten durch die Innenstadt. Toronto, das ist schon sehr interessant. Also es gibt solche Gegenden, da sind hier wirklich nur Penner unterwegs und da siehst du keinen einzigen Touristen und gar nichts und auch keine normalen einheimischen Leute. Und da ist es dann schon ziemlich uncool, sage ich mal. Und dann kommen halt wieder solche etwas schöneren Gegenden, da ist es dann auch ein bisschen sauberer. Und da siehst du dann auf einmal auch wieder die Touristen und die Leute laufen. Das ist auf jeden Fall echt interessant. Aber man muss sagen, so bin ich die Großstädte gewohnt. Also sowas auch auf Interrail und so läuft es halt in denen auch ab. Wir laufen jetzt auf jeden Fall Richtung Chinatown. Das Financial District haben wir, glaube ich, da hinten schon gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber das war im Prinzip schon. Das ist einfach nur so ein Viertel. Da gibt es keine spezielle Attraktion, sondern da geht es um dieses Viertel, um dieses Flair. Dann werden wir noch das Distillery District anschauen. Müssen noch nachschauen, wo es ist. Aber wie gesagt, das nächste ist mal Chinatown. Hier gibt es auch noch so ein paar traditionellere Gebäude, wobei das meiste in Toronto, muss man sagen, relativ neumodisch und modern ist. Also es gibt keine wirkliche Altstadt eigentlich. Wir sind fast im Chinatown angekommen. Hier haben wir jetzt nochmal so einen typischen Touristenladen, wo man sich hier schöne Sachen mitnehmen kann. Hier auch zum Beispiel ein Pyjama. Hier gibt es wirklich alles.
ist jetzt mittlerweile aus Chinatown rausgegangen und ich finde es schon ziemlich faszinierend, wie halt einfach für die Chinesen hier so ein komplettes Viertel ist. Und es war wirklich alles chinesisch, überall chinesische Schilder, chinesisches Essen. Und es war auch einfach nur noch Chinesen da und es nur noch chinesisch gehört. Das ist schon ein bisschen verrückt. Jetzt schauen wir mal, es gibt hier noch so ein Italia-Town. Das kommt dann irgendwo da hinten und dann laufen wir auch langsam wieder zurück Richtung Innenstadt zum Distillery District. Wir haben jetzt den riesigen Honest Ed's Place gefunden oder diesen riesen Supermarkt, weil wir jetzt anfangen mit unserer Shoppingtour. Jetzt ist der Nachmittag und es ist krass, der hat irgendwie zugemacht. Ich meine, das ist ein riesen Teil und die ganze Straße heißt ja auch irgendwie so und der hat einfach zugemacht. Das ist schon sehr überraschend jetzt, dass so eine riesen ja, Kette ist es nicht, aber so ein riesen Einkaufszentrum, das eigentlich die ganze Gegend hier mehr oder weniger beliebt, einfach zugemacht hat. Das ist krass. Okay. Also da wird nichts mehr verkauft, aber ist heftig. Ist auch schon alles kaputt und zerstört irgendwie. Kranker Scheiß. Also dafür, dass der jetzt zu hatte, sind wir jetzt als Ersatz, beziehungsweise wollten wir sowieso machen, Klassiker hier in den 1-Dollar-Laden gegangen. Sowas muss einfach immer mal sein, dieses 1-Dollar-Zeug anzuschauen. Ist wahrscheinlich so wie in jedem anderen Land halt auch eben ein bisschen 1-Dollar-Zeug, ein bisschen Müll. Manches ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber das meiste Zeug ist einfach nur Müll. Hier bei so einem Fußballplatz angekommen und hier trainiert die Jugend von Kanada bzw. Toronto. Die Kinder machen mehr Scheiße, so bei uns in Deutschland auch. Scheinen auch noch nicht so alt zu sein. Aber das Stadion schaut sogar relativ gut aus, ein bisschen besser, ich weiß nicht. Gehört glaube ich aber hier zu keiner Schule. Es scheint eigenständig zu sein. Wir sind mittlerweile angekommen im Eaton Center, oder Tommy? Ja. Eaton Center. Genau, das ist so ein riesen Einkaufszentrum. Wir waren jetzt zwischendurch immer mal wieder ein bisschen in solchen Läden, Bücherladen habt ihr gesehen, unseren KKG. Das ist gerade ziemlich lang gelaufen, dann haben wir ab und zu mal wieder solche Pausen gemacht, sind in den Laden reingegangen. Und jetzt haben wir halt hier eben dieses riesen Einkaufszentrum. Das ist an der Yonge Crossing Ding da, also an dieser Kreuzung, an dieser großen, wo wir gestern Abend waren, direkt dran. Und aufgrund von dem großen Einkaufszentrum hier ist überhaupt zu viel los da an dieser Kreuzung und sammeln sich so viele Leute an. Schauen wir mal, hier ist es auf jeden Fall schön kühl, richtig angenehm. Und eventuell wollte ich für den Domi noch eine Cap kaufen. Mal schauen, was es da gibt. Ansonsten ein bisschen entspannen, ein bisschen auschillen und die Musik genießen. Nein, dann geht später noch ein CN Tower hoch. Und dann sind wir wahrscheinlich eh schon relativ durch für heute. Abendessen wollen wir auch noch. Mittagessen lassen wir ausfallen. Weil wir haben so immer wieder zwischendurch ein paar Snacks gegessen. Süßkram und so. Ja, ihr seht hier. Einkaufen ist genauso wie in Deutschland. Da ist nichts großartig anders.
ihr gesehen habt, ist es dunkel geworden auf dem CN Tower. Ich wollte noch eine ganz kurze Story dazu erzählen. Als wir am Anfang hochgelaufen sind, war richtig viel los. Also man musste sich ewig lang anstellen. Und da war sogar so ein Typ da, der einfach nur dazu da war, die Schlange zu bespaßen. Und dann waren so, in einem Raum waren so Fernseher und so. Und da hat man noch so ein Foto gemacht und so. Also das war ganz gut gemacht. Also das einigermaßen ging, aber man musste trotzdem ewig warten. Letztendlich waren wir dann, glaube ich, trotzdem vielleicht so lang oben, wie wir auch gewartet haben. Ein bisschen länger dank der Timelapse. Und hier hat man nochmal Open Air. Es gab diesen einen Glasfloor, dann sind wir nochmal ganz hoch. Das hat nochmal ein bisschen dazu gekostet, aber wir hatten hier schon das Ticket dafür. Laufen wir hier einmal noch außen rum. Und dann ist für heute eigentlich nur noch geplant, dass wir ordentlich was essen und dann wahrscheinlich auch wieder zurücklaufen. Wir müssen wieder ein Stückchen laufen in unsere Unterkunft und wollen es heute auch nicht zu spät ins Bett gehen. Sonst wird es wieder so spät, dann können wir morgen erst wieder so spät aufstehen. Das ist ja ärgerlich. Gut, ich melde mich jetzt noch mal ganz kurz aus unserem Hostel hier gerade. Ich bin gerade kurz davor, mich noch schnell zu duschen. Also wie ihr gesehen habt, waren wir noch ganz kurz essen. Beim gleichen Restaurant, wo wir gestern waren, hatte den Grund, dass wir einfach arschmüde sind und unsere Beine am Arsch sind und wir einfach keinen Bock hatten, irgendwas anderes noch zu suchen und wissen, dass es da ganz gut war. War auch ganz gut. War echt cool. Der Typ kennt das mittlerweile schon, war chillig. Und dann sind wir auch nur noch nach Hause gelaufen und ich werde jetzt duschen und mich dann sofort ins Bett flacken. Es ist noch gar nicht so spät, aber der Tag einfach anstrengend und morgen wollen wir auch noch was zustande bekommen. Wenn die Tage werden ja jetzt nicht chilliger. Ja, dann 20:45 Uhr, bis ich im Bett bin. Das reicht dann wirklich, morgen wollen wir wieder aufstehen. In dem Sinne würde ich sagen, mache ich mich jetzt fertig, dusche noch und verabschiede mich dann auf jeden Fall für den heutigen Tag. Und bis zum nächsten Vlog. Gute Nacht.